Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Tag 8 oder Tag 7? 7. Tag 7 unserer Belgien-Frankreich-Reise. Und wir befinden uns jetzt in Compiègne. Es war damals nach dem Ersten Weltkrieg, wurde hier der Friedensvertrag zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen in einen Eisenbahnwaggon. Für die Deutschen allerdings war es eher ein Diktat und das war aus Sicht von vielen Historikern und aus der Sicht von dem damaligen Militär, des deutschen Militärs, die Grundlage für den Zweiten Weltkrieg, weil man hohe Reparationszahlungen an die Siegermächte damals zahlen musste. Und ja, das Rheinland wurde besetzt, die Armee wurde auf 100.000 Mann beschränkt und so weiter und so fort. Und dadurch gab es großes Hungerleiden in den Großstädten. Man hatte keine Identität mehr und das war die Grundlage, warum... Entschuldigung, da ist eine Fliege in meinen Mund gekommen. Das war die Grundlage für den Zweiten Weltkrieg. Und Hitler hatte die Schmach, die man damals erlitten hatte, weil man zitiert wurde, hier nach Compiègne in diesen Waggon, hat er den Friedens- bzw. ja, die Kapitulation der Franzosen hier nachgespielt und den Eisenbahnwaggon, den man im Ersten Weltkrieg bzw. nach dem Ersten Weltkrieg genutzt hatte, hatte man dann für die Kapitulation Frankreichs wieder genutzt, um diese Schmach dann zu begleichen. Genau, der Wagen, den gibt es heute nicht mehr, der ist zerstört worden, aber das ist ein originales Imitat. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich war schon mal hier. Heute ist ein bisschen voller, aber das kriegen wir hin. Also, bis gleich. So, das ist der große Vorplatz. Hier rechts hinter Ferens finden wir das Museum. Da ist der Zug drin. Und hier sind die Bahngleise. Und da vorne ist das Monument. Genau an dieser Stelle stand der Zug, beziehungsweise der Waggon, wo die Kapitulation gezeichnet wurde. Und das ist heute ein Memorial. Genau an dieser Stelle stand damals der Waggon. Bestes Wetter heute, Leute. Anlässlich des 100. Jahrestages des Waffenstillstandes vom 11. November 1918 haben der Präsident der Französischen Republik Emmanuel Macron und die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung im Dienste Europas und des Friedens bekräftigt. Hier vorne gibt es noch ein Monument. Da ist eine Statue von Foch. Leider weiß ich aktuell nicht, wer Foch ist. Unseren heroischen Soldaten von Frankreich, Verteidiger Patrice Land, oder? Ja, des französischen Landes, glorreiche Befreier von Alsace und Lorraine. Eins möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, warum ich mir immer wieder einen Tesla holen würde, weil er die Möglichkeit hat, die Klimaanlage für den Hund einzuschalten, wenn man für eine kurze Zeit weg ist. Bedeutet, selbst wenn es mal wärmer ist, hat man die Möglichkeit, den Hund im Auto zu lassen.
und den auch per Kamera zu überwachen. Also keine Werbung an dieser Stelle, aber für Leute, die gerne mal ein Museum besuchen oder generell einen Hund haben, ist das eigentlich das perfekte Auto. Und das Problem oder was viele beschreiben mit Laden oder mit Reichweite hat man, also habe ich nicht. Ich komme ungefähr 430 Kilometer weit und Ladesäulen gibt es an jeder Ecke. Hatte tatsächlich noch nie ein Problem, war schon an der Grenze zu Belarus und ich war auch schon unten in Montenegro, 0,0 Probleme. So, wir sind jetzt am Museum angekommen, Leute. Und direkt vorne empfängt den Besucher ein Renault FT 17. Den haben wir auch in dem Museum gesehen. Der war sogar noch fahrbereit. Hier ist ein Maschinengewehr installiert. Und im Museum war ja eine 3,7 cm Kanone. Und ich sage mal, wir sollten jetzt ins Museum gehen, oder? Das scheint sogar oft zu sein. Aber ich habe hier noch die wichtigste oder das Rückgrat der französischen Armee gesehen, die 7,5. Und hier ist ein anderes Artilleriegeschütz. Das weiß ich leider nicht, was das ist. Das ist doch die 7,7 von den Deutschen, ne? Ich würde sagen, das ist die 7,7 von den Deutschen. Das ist doch die, die wir gestern in Massiche gesehen haben, oder nicht? So, guck mal, vielleicht finden wir ja hier irgendwelche Hinweise darauf. Schaut mal hier, steht sogar eine Nummer drauf. Da, ABS 1918. Da haben wir es. 1918. 21.096. Leute, da wurden einfach über 21.000 Stück von hergestellt. Ne, leider nicht. Die Lichtung von Compiègne ist ein historisch bedeutender Ort. Hier wurden zwei wichtige Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Am 11. November 1918 markierte der Waffenstillstand von Compiègne das Ende des Ersten Weltkrieges. Der Vertrag wurde in einem Eisenbahnwaggon unterzeichnet, der heute als Symbol für das Ende des Krieges gilt. Am 22. Juni 1940 wurden an derselben Stelle der Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich während des Zweiten Weltkrieges unterzeichnet. Adolf Hitler wählte bewusst diesen Ort, um die Demütigung Frankreichs zu betonen. Der originale Eisenbahnwaggon, in dem der Waffenstillstand von 1918 unterzeichnet wurde, existiert leider nicht mehr, da er während des Zweiten Weltkrieges von den Deutschen nach Berlin gebracht und später zerstört wurde. Im Museum an der Lichtung von Compiègne gibt es jedoch eine originale Nachbildung des Waggons. Diese Replik wurde sorgfältig nach den Originalplänen und Fotografien rekonstruiert und bietet Besuchern einen authentischen Einblick in die historischen Ereignisse, die dort stattfanden. Heute erinnert ein Museum und ein Denkmal an der Lichtung an diese bedeutenden historischen Ereignisse. Der Erste Weltkrieg ging von 1914 bis 1918. Er war ein globaler Konflikt, der durch das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand ausgelöst wurde. Die Hauptkriegsparteien waren die Mittelmächte, Deutschland, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und die Alliierten, Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien, USA und weitere. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918. Der Friedensvertrag von Versailles wurde am 28. Juni 1919 in einem prächtigen Spiegelsaal des Schlosses von Versailles unterzeichnet. Die deutsche Delegation reiste mit dem Zug an, um den Vertrag zu unterzeichnen. Dieser Vertrag legte Deutschland die alleinige Kriegsschuld auf. Deutschland musste Teile seiner Gebiete abtreten. Das Militär wurde drastisch reduziert und es mussten hohe Reparationszahlungen geleistet werden.
Diese Bedingungen führten zu wirtschaftlicher und politischer Instabilität in der Weimarer Republik und schufen damit ein Klima der Unzufriedenheit und des Nationalismus. Bei den französischen Soldaten haben die in allen Sprachen erklärt. Ja. Und bei den deutschen Soldaten haben die zweimal Englisch genommen. Das Deutsche haben die weggelassen. Ja. Jo, gibt keine deutsche Übersetzung bei den deutschen Soldaten. Gerade Glück, er hat tatsächlich aufgehört zu reden. Sonst hätte ich die ganze Zeit selbst nicht sprechen können. Ich hätte euch nichts erklären können. Und zwar möchte ich euch einmal zeigen, wer wo gesessen hat. So, das sind die deutschen Vertreter. Kapitän zur See, Ernst Waselow, Detlof von Winterfeld, Matthias Erzberger und Alfred Graf von Oberndorf. Von den Briten George Hoppe, Admiral Roslin Wemyss, Marschall de France Ferdinand Foch und General Maxime Weygand. So, der leitete die Diskussionen. Er war Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte an der Westfront. Er unterzeichnete den Waffenstillstandsvertrag am 11. Erster Seelord, Oberbefehlshaber der britischen Marine, zweiter britischer Vertreter, Offizier der kaiserlichen Marine, General der kaiserlichen Armee, Reichsminister, Leiter der Delegation. Er diskutierte die Bedingungen des Waffenstillstandes mit den Alliierten und unterzeichnete letztendlich am 11. November 18. Deutscher Diplomat, Beauftragter der Reichsregierung für Fragen in der Außenpolitik. Ich bin gespannt, ob er wirklich auch die Bedingungen aushandeln, weil die waren ja fest. Dann schaut mal hier auf der hinteren Seite waren die Deutschen und hier auf der Seite, so wie ich gerade gezeigt habe, die Briten bzw. die Franzosen. Und hier waren noch Adjutanten, die teilnehmen konnten. Kein Originalwagen, der wurde gesprengt. Und jetzt geht es leider weiter. Cette voiture a d'abord été l'une des 37 voitures restaurants que la compagnie internationale des wagons-lits a commandé à la construction de Saint-Denis pour renouveler son parc sur le réseau de l'Ouest État. La voiture, 2400, reçoit le 4 Museumsteil. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir filmen. Der Grabendolch. Verschiedene Granaten, die gucken wir uns gleich an. Ferenc hat gerade den Alarm aktiviert, weil er zu nah an das Exponat gegangen ist. Und schaut mal hier, so sieht übrigens ein Minenwerfer aus. Die Geschosse waren flügelstabilisiert und die wurden extrem steil geschossen, weil die Entfernung zur gegnerischen Linie sehr gering war. Und hier, das ist die Gewehrgranate, die haben wir in der Mine gefunden. Das ist wahrscheinlich eine sehr frühe Stielhandgranate. Eins, ja, genau. Das ist eine sehr viel frühe Stielhandgranate. Das ist die Turtle Grenade. Die konnte man fast nicht zurückwerfen aufgrund ihrer Form. Und hier ein
jetzt wissen wir auch, was das ist. Ich hatte doch in der, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendwo hatte ich diesen Stiel gefunden und das ist hier von dieser Granate. Gewehrgranate, davon ist der Stiel. Und hier die 10, Ferritz, die 10 ist das, ne, die wir gefunden haben. Bitte? Die 10 haben wir gefunden in der Mine. Die 3? Ja. Das französische Defensivgranate. Ja, weil die auch vorhanden war. Ja. Und ah, ja. Der Sprengtopf mit dem Hügel dran ist ja auch vom Ersten Weltkrieg, auch von den Deutschen. Mhm. Nicht schlecht. Ein Modell von dem Waggon. Und hier, Leute, so sah das damals aus. Wir haben hier zwei Gleise gesehen. Und das ist er. Das ist er. Schaut mal, es gab einen Verbindungsgang. Und das sind Originalbilder von damals. Da ist dieser Verbindungsgang, den wir gerade gesehen haben in dem Modell. Und schaut mal, das war damals einfach nur ein Waldstück, wo man sich getroffen hat. Nicht so wie heute eine Begegnungsstelle. Also total spannend. Es wurde verboten, damals Fotos von dem, also von der Unterzeichnung des Friedensvertrages zu machen. Aber jemand hat sich nicht daran gehalten und hat die Fotos trotzdem gemacht. Der Name ist Pierre Thubault. Er war Betriebsleiter des französischen Eisenbahnunternehmens von Compagnie. Und nach seinem Tod sind die erst rausgegeben worden. Und zwar an das Rathaus. Warte mal, dass ich euch was Falsches erzähle. An das Rathaus. Ich hatte es richtig, richtig in Erinnerung. Hier gibt es ein paar Bodenfunde. Minen, Zünder, Glas und Maschinengewehr. Ladestreifen, Magazin. Ein kleines Diorama aufgebaut, ein Hotchkiss MG, Modell von der De Voitine. So, da seht ihr es mal. Und ein Maxim-Gewehr, ein russisches, auch extrem gefürchtet. Das ist der Kampfanzug, präsentiert. Oder dieser Kampfanzug repräsentiert für den Beginn des Krieges, war in der Tat eine Entwicklung der Uniform des Ersten Weltkrieges, wie der Helm, der Maschinengewehr 40, im Allgemeinen MP40 genannt, ist ein Maschinengewehr gekämmert für Parabellum-Munition. Also die Übersetzung ist nicht ganz so gut. Das war die Uniform eines französischen Soldaten. Das Outfit sieht aus wie das Outfit des französischen Soldaten von 1918, aber in Khaki-Farbe. Es ist ein Maschinengewehr MAS 38 ausgestattet. Im Jahr 1939 werden nur einige Regimenter damit ausgestattet. Leider ein bisschen viel Gegenlicht. Das ist der zweite Friedensvertrag von Compagnie. Und hier ist Adolf Hitler
Und er hat es nicht ertragen können, genauso wie viele andere Militärs, dass dieses Friedensdiktat in seinen Augen so in diesem Wagen durchgeführt wurde. Deswegen hat er das mit Frankreich ebenso vollzogen. Und alles, was wir hier sehen, was wir gerade gesehen haben, gab es damals schon. Also, wir haben ja gerade auf dem anderen Diorama gesehen, wie es ursprünglich ausgesehen hat auf dem Platz. Das ist der Zustand, als der Friedensvertrag zwischen Frankreich und Deutschland gezeichnet wurde im Zweiten Weltkrieg. Und Hitler hat dann die Anweisung gegeben, dass man diesen gesamten Platz dem Erdboden gleich macht. Schaut mal hier, es wurde alles zerstört. Und richtig krass ist eigentlich Folgendes. Mal gucken, ob ich es euch zeigen kann. Man hat hier das Gebäude, wo wir drin sind, das gab es damals schon, quasi nach dem Ersten Weltkrieg. Genau so, das war der originale Zug. Man hat hier ein Loch reingemacht und hat den rausgeholt. Auf irgendeinem Bild sieht man das noch. Da, hier sieht man das. Hat den rausgeholt und hat den hier dann hingestellt. Man hat diese Pfeiler auch weggenommen und das zeige ich euch gleich auf dem Diorama. Und das ist die Wache. Und hier das große Bild, welches man vielleicht auch kennt. Und hier zeige ich euch das mal. Da stehen diese Poller, da seht ihr das, die wurden da hingelegt. Das ist das Gebäude, welches es damals auch schon gab. Und da seht ihr das Loch. Das hatte man wieder zugemacht, damit es ansehnlicher aussieht. Und hier vorne sind die jeweiligen Vertreter der jeweiligen Lande. Und das hat man hier, die Statue von Foch, die hat überlebt. Das war das Einzige, was noch original ist. Und der Adler natürlich vorne. Alles andere hat man demontiert und die Halle hat man komplett zerstört. Daher auch die Bodenfunde wahrscheinlich. So, und ihr interessiert euch bestimmt, was ist mit diesem Waggon passiert. Das ist das letzte Bild, welches aufgenommen wurde. Und zwar wurde der Wagen in Lustgarten in Berlin ausgestellt. Ende 1944 wurde er dann zum Berliner Anhalter Bahnhof verbracht und untergestellt. Im Jahr 1945 wurde er nach Thüringen transportiert. Dort verblieb er zunächst in Eisenach, dann in Ruda, später in Gotha und schließlich in Krawinkel. Zeugenaussagen zufolge wurde er zwischen dem 9. und 11. April, also kurz vor Kriegsende, versehentlich in Brand gesteckt. Die übergebliebene Metallplattform wurde dann fast 30 Jahre lang noch im Berliner Bahnhof Gotha für den Nahverkehr genutzt. 1974 wurde sie dann endgültig verschrottet. Also ich habe mal gehört, dass die SS ihn angezündet hat. Aber ja, das lässt sich heute natürlich nicht mal rekapitulieren. Ganz schön viel Lust gerade. Der Erste Weltkrieg war das Ergebnis einer komplexen Mischung aus politischen Spannungen, imperialistischen Ambitionen und einer Reihe von Ereignissen, die schließlich zum Krieg führten. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert strebten die europäischen Großmächte danach, ihren Einfluss durch Kolonien in Afrika und Asien zu erweitern. Dies führte zu Spannungen und Konflikten zwischen den Nationen, da jede Großmacht versuchte, ihren Einflussbereich zu vergrößern. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 versuchte Otto von Bismarck, ein Gleichgewicht der Mächte in Europa zu schaffen, indem er Bündnisse schloss. Diese Bündnisse sollten Deutschland vor Angriffen schützen und die Stabilität in Europa sichern. Doch als Kaiser Wilhelm II. 1890 die Macht übernahm, verfolgte er eine aggressive Außenpolitik, was zu einer Ablösung vieler dieser Bündnisse führte. Die europäischen Mächte begannen, ihre militärischen Kapazitäten massiv auszubauen, besonders
Das Deutsche Reich und Großbritannien lieferten sich ein Wettrüsten zu See, was die Spannungen weiter verschärfte. In vielen europäischen Ländern wuchs der Nationalismus. Ethnische Gruppen innerhalb der großen Reiche wie Österreich-Ungarn strebten nach Unabhängigkeit. Dies führte zu einer inneren Spannung und weiteren Konflikten. Am 28. Juni 1914 wurden der österreich-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo von Gavrilo Princip, einem serbischen Nationalisten, ermordet. Dieses Attentat löste eine Kette von Ereignissen aus, die als Juli-Krise bekannt sind. Nach dem Attentat stellte Österreich-Ungarn Serbien ein Ultimatum mit Forderungen, die Serbien nicht vollständig erfüllen konnte. Unterstützt von Deutschland erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Dies führte zu einer Kettenreaktion von Kriegserklärungen zwischen den europäischen Mächten aufgrund der bestehenden Bündnisse. Der Erste Weltkrieg war das Ereignis einer langen Reihe von Spannungen und Konflikten, die durch imperialistische Ambitionen, nationale Rivalitäten und ein komplexes Netz von Bündnissen verschärft wurden. Das Attentat von Sarajevo war der unmittelbare Auslöser, aber die tiefen Ursachen lagen in den politischen und sozialen Entwicklungen, die Jahrzehnte zuvor vorhanden waren.